So, dann verabschieden wir uns mal von hier und reisen weiter Richtung Osten. Nö, hier geht's nur nach Norden. Ja, stimmt, nach Osten können wir gar nicht. Jetzt ist auch die Frage, welches Gebirge auf der Karte abgebildet war. Ist es das hier? Und das ist denn der Weg Richtung Fexenstadt? Oder ist es das hier und Fexenstadt ist ganz weit weg? Na gut, reisen wir erstmal da oben hin und dann in Richtung Fex Caer und hoffentlich finden wir unterwegs irgendwelche Hinweise. Aber ja, erstmal Fähre Angbodiertal. Das wäre natürlich ideal, wenn wir einfach hier auf den Kutter springen könnten und bis da ganz hinten hinfahren. Und unsere Leute haben Hunger. Ja, wir haben ein wenig das Jagen vernachlässigt. Ich wollte möglichst schnell vorankommen. Aber Mürum findet Wasser und Mürum kann was Essbares erlegen. Schöne Sache. Jetzt hat sie schon wieder viel zu viel Proviant. Und da wir gerade gejagt haben, sind alle satt und Durst gelöscht. Das heißt, die können größtenteils wieder weg. Verkaufen wir mal 8 Stück. Schmeißen wir mal 8 Stück weg. So, Wache aufstellen. Tirik, Gerogon, Quenden, Kräuter suchen. Warum nicht? Auch wenn die Einwände nicht mehr wirklich so eine Option für uns sind. Oh. Orks. Orks, 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 Orks. Und ein Oger. Aber die überschätze ich ja immer. Die sind nicht wirklich stark. Oder sie sind einfach stark, aber treffen nie. So, du kommst da nicht wirklich ran. Das ist schade. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Proviant wegschmeißen sollen. Bleib einfach erstmal da stehen. Du gehst dahin. Gehst am besten noch dahinter, damit die anderen sich besser positionieren können. Und du stehst auch doof. Menno. Ja, dann müssen die Elfen halt noch ein bisschen weiter vorgehen. Du haust von da auf den Oger. Du haust von da auf den Ork. Du stellst hinter den Ork. Wartest ab. Du versuchst dich in den anderen Ork zu stellen, kommst aber nicht ran. Du haust da einfach rauf und Talana schläft fleißig weiter. Aber die würde ja eh nicht viel machen. So, schieß den an. Du schießt den an. Alte Option, alte Option. Oh, Talana wird auch noch wach. Dann warten wir ab. Ork Nummer 1 flieht. Ork Nummer 2 kippt tot um. Richtig. Wartest wieder ab. Du haust mit auf den Oger ein. Triffst sogar. Und du gehst mal dahin. So, jetzt könnten wir Tirik ransetzen. Oder die Elfe. Ach komm, Tirik macht das schon. Ein richtig schöner Treffer mit der Orknase. Genau. Er kann noch keine Elfe mithalten. Also, eigentlich schon, weil die Elfen öfters treffen, aber pscht, das sagen wir dem Zwerg nicht. So, 3 Dolche. Nein, danke. 7 Silberlinge und 6 Abenteuerpunkte. Ja. Nachdem ihr gerastet habt, fallen euch in unmittelbarer Nähe des Lagers Spuren auf. Sie scheinen von einer Herde Wildschweine zu stammen. Wollt ihr die Spur aufnehmen? Nö, danke. Wir haben genug Proviant. Jetzt sind wir im Angbodiertal und hier gibt es einen Hafen. Ich gucke mal ganz kurz vorher auf der Karte, wie die Städte hier heißen, die jetzt kommen. Wir haben jetzt Auplock, das wäre das nächste Dorf. Wir haben hier Willenheim. Also beide Seiten wahrscheinlich Willenheim. Und dann da hinten erst Fexkaer. Idealerweise würden wir nach Willenheim reisen und den Rest dann zu Fuß machen. Weil wenn wir auf dem Kutter hocken, werden wir keine Anzeichen für irgendein Grabmal finden, denke ich mal. Außer, dass es direkt im Fluss irgendwo. Also ja, Willenheim wäre ganz schick. So, und jetzt war hier der Hafen. Nee, die andere Seite vom Dorf. Was könnten wir da wollen? Schauen wir einfach mal hin. Wir haben es eilig, ja.
Hier waren wir auch schon mal, aber hier gibt es nur Kneipen und einen Tempel und einen Händler. Nö, können wir gleich wieder zurück. Wir haben es eilig, schon wieder. Und reisen jetzt einfach zu Fuß, was soll's. Bis nach Aublock. Darum. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Wir wollen hier nur ganz schnell durch. Oh, und es wird schon Nacht. 20 Uhr. Mit etwas Glück macht unsere Gruppe dann durch. Wir wollen nicht nach Warenheim. Nein. Das ist doch ein geringfügiger Umweg. Dann müssen wir den Ostausgang nehmen. Hier. Willenheim, nicht Warenheim. Und unsere Gruppe macht doch nicht durch. Na, wäre auch ein wenig zu viel verlangt. So anderthalb bis zwei Tage lang durchgehend marschieren ist doch ein wenig anstrengend. Jallen, 5 Stunden und ein Wirselkraut. Das können wir wenigstens benutzen. Jagen. Oh, komm. Jagen wir doch. Wir wollen nicht, dass sie Hunger leiden müssen. Kann keine Tiere entdecken. Oh. Das heißt, nur der Durstbalken wird zurückgesetzt. Schade. Na gut. Dann halt morgen. Wir sind ja noch bestimmt eine ganze Weile unterwegs. Ein idealer Rastplatz. Nein, es ist Mittag, da wollen wir nicht rasten. Und noch ein idealer Rastplatz. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Ja, komm, reisen wir weiter. So, Willenheim. Anscheinend der westliche Teil von Willenheim. Gucken wir mal. Also wir haben da einen Ausgang, da einen Hafen. Sehr kurios das Ganze. Du führst nach Bodon. Oh, das ist ein ganz anderes Dorf. Da gucken wir mal hin. Ihr steht am Ufer des Bodir. Eine Furt führt ans andere Ufer. Wir durchqueren die Furt. Und alle erreichen sicher das andere Ufer. Wäre auch ein wenig albern, wenn unsere Heldentruppe da jetzt absaufen würde. Hiervon haben wir noch keine Karte. Gibt es hier irgendwo einen weiteren Ausgang? Vielleicht irgendwo ins Gebirge rein, das wäre schon mal interessant. Ansonsten könnten wir uns auch langsam mal in der Kneipe umhören, ob irgendjemand was von einer Dracheneiche weiß. Das ist ja eine der Landmarkierungen, die doch ein wenig herausstechen auf der Karte. Hier ist nur eine Kneipe und sonst nur Privathäuser. Na, okay. Dann gucken wir doch mal in die Kneipe rein. Zum fröhlichen Ork. Sowas soll es wohl auch geben. Hallo, fröhlicher Ork. Es sind nur wenige Gäste anwesend. Umso besser. Wir hätten gerne 6 Bier und, ihr kennt euch doch hier aus. Wir können leider nicht direkt nach der Dracheneiche fragen. Was hat er denn sonst so auf Lager? Alle Wege führen nach Bodon. Wie wir hier immer zu sagen pflegen. Aber nur einer führt hinaus, über die Furt nach Willenheim. Das hat uns nur wenig geholfen. Na gut, wir werden nochmal eingeladen. Am Bodierufer-Fahrt nach Vexkaer gibt es etwa 50 Meilen von Willenheim ein geschütztes Plätzchen, das sich für die Nachtrast besonders gut eignet. Okay, es hilft uns auch nicht wirklich weiter. Vergnügen uns noch ein wenig an der Theke und gucken dann mal, ob der Wirt vielleicht irgendwas Neues für uns hat. An der Handelsstraße nach Thorwald gibt es zwischen Willenheim und Aublock 2 Plätze, die zur Rast hervorragend eignen. Einer von beiden kann man immer vor Tagesende erreichen, selbst dann, wenn man erst nachmittags losgeht. Okay, die beiden haben wir, glaube ich, aber schon gefunden. Aber sagen wir doch, Seher, habt ihr uns geholfen. Es wäre ein wenig unhöflich, wenn wir immer sagen, dass er uns nicht weiterhilft, obwohl er es immer wieder versucht. So, wir werden nochmal eingeladen. Islifs Yandarsdottir. Und das ist jetzt nur ein Hinweis, wo man schöne Waffen kaufen wollen. Brauchen wir auch nicht. Wir bestellen noch was zu essen. Und verabschieden uns. Oh, er will uns noch was sagen.
Eure Geduld zahlt sich nicht aus, denn der Wirt hat wirklich mehr als genug zu tun. Schade. Okay, raus hier. 5 Silberlinge, nicht die Welt. Und wir müssen zurück nach Willenheim. Jetzt durchqueren wir einigermaßen betrunken die Furt. Aber keiner rutscht aus. Das war Ausgang Nummer 1. Dann haben wir da noch anscheinend eine Art Hafen. Was wir zwar eigentlich nicht machen wollten, aber ich guck mal ganz kurz rein. Von hier aus könnten wir direkt bis nach Vexkaya reisen. Aber an Bord wird das nichts bringen. Außer, das ist wirklich der Fußweg. Und der ist einfach am Fluss lang. Gucken wir mal ganz kurz den letzten Ausgang da hinten. Obwohl ich den Verdacht habe, dass der nach Westen gehen wird. Genau, nach Oberorken. Da wollen wir auf keinen Fall hin. Also, dann doch hier lang. Nach Vexkaya. Noch eine Furt. Machen uns richtig die Füße nass diesmal. Hoffentlich wird keiner von denen krank. Das könnte ich echt nicht gebrauchen. Am Wegesrand erkennt ihr eine alte Feuerstelle. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Außerdem ein günstiger Platz für die Jagd. Wow, und es ist schon spät. Also rasten wir mal. Außerdem finden wir vielleicht, während wir hier rasten, irgendwelche Hinweise in der Entfernung. Wie eine riesige Eiche zum Beispiel. Na gut, Wachen aufstellen nicht vergessen. Wir wollen nicht wieder von Orks und Ogren überfallen werden. Wir würden gerne Kräuter suchen. Und zwar 5 Stunden. Ja, einigermaßen ertragreich. Und Essen jagen sollten wir auch. Findet Wasser, kann was Essbares erlegen. Schöne Sache. Ist nicht überladen, also können wir die Proviantpakete auch behalten. Und Schalafen. Haben leider nichts gefunden. Dann reisen wir mal weiter. Hier endet die eigentliche Straße. Ihr befindet euch nun im Orkland, außerhalb jeglicher Zivilisation. Um dies deutlich zu machen, haben die Orks auch einen Grenzpfahl gesetzt. Ein Schädel starrt euch aus leeren Augenhöhlen an. Ülali. Na gut. Vor euch liegt ein großes Schilfgebiet, das die ehemalige Straße völlig verschluckt hat. Der Boden ist trügerisch und stellenweise wadet ihr hüfttief im lehmigen Wasser des Bodia. Nach einer halben Stunde könnt ihr nicht mehr erkennen, in welche Richtung ihr eigentlich geht. Das ist gar nicht gut. Das Schilf wird immer dichter, aber ihr seid der festen Meinung, dass ihr euch immer noch parallel zum Bodia bewegt. Spätestens, als ihr vor euch die braunen Fluten erkennt, ihr steht dabei übrigens im brusthohen Wasser, müsst ihr euren Irrtum eingestehen. So gut es eben geht, tastet ihr euch am Ufer entlang, vor und erreicht schließlich völlig durchnässt und ausgebrummt trockenen Boden. Das scheint eine sehr anstrengende Reise zu werden. Wir sollten auf jeden Fall Wachen aufstellen. Nicht nur wegen irgendwelchen Monstern, die uns überfallen könnten, sondern auch wegen Insekten. Gerade in Sumpfgebieten kann sowas recht übel enden, wenn man da nicht vorsichtig ist. Dann wacht man morgens mit ein paar Freunden auf. Ja, dann sucht man nach Kräutern. Da kommt am besten Myrrhe mit. Und sie findet 3 Billmattblätter. Na gut. Wachen hatten wir aufgeschlagen. Essen jagen. Oh, Myrrhe ist krank. Das sollten wir gleich mal ändern. Talent anwenden. Nicht sie, sondern sie. Talent anwenden. Heilen Krankheiten. Myrrhm. Zar sei Dank. Jallen kann Myrrhms Krankheit stoppen und verhilft ihr außerdem zu 11 Lebenspunkten. Das ist doch schön. Jo, alles wieder in Ordnung. Gut, gut. Dann schlafen wir. Myrrhms Kopf wird langsam wieder klarer. Hoffentlich ist hier die Straße inzwischen etwas bereisbarer. Am Wegesrand erkennt ihr eine umgestürzte, moosbewachsene Baumstämme. Ein idealer Rastplatz. Und wir haben es abends, also ja, wir rasten. Wachen sind wie üblich unsere 3 Nahkämpfer. Wir finden nirgends Wasser. Wir sind direkt neben einem Fluss. Aber okay, das wird wohl Brackwasser sein. Und wir können was Essbares erlegen. Schön, schön. Alle satt, so muss das sein.
Kräuter suchen. 3 Belmatblätter, 4 Einbeeren und ein Wirselkraut. Das lohnt sich ja richtig hier. Weiterreisen. Hier könnte langsam... Oh, was haben wir hier? Plötzlich bleibt Mürrim stehen und blottet aufgeregt auf die andere Seite des Bodies. Hey, wartet. Schaut mal, der Baum da. Das könnte doch... Zeigt mal die Karte. Ihr kramt die Kartenstücke heraus, die ihr in den letzten Monaten mühevoll zusammengetragen habt. Dracheneiche. Ja, sind wir wohl richtig. Jetzt ist nur die Frage, wo wir hin müssen. Dahin oder da rein oder...